Herzlich willkommen zu unserem Video-Tutorial über den Positioning Pilot für Schnelleinsatzkrane. Mit diesem Assistenzsystem können Routen teilautomatisiert abgefahren und Punkte präzise angefahren werden. Das System besteht aus zwei Funktionen, dem Route Pilot zum Abfahren von Routen und dem Point Pilot zum Anfahren einzelner Punkte. Voraussetzung ist, dass euer Kran mit dem Assistenzsystem kompatibel ist. Die IMU an der Hakenflasche ist montiert und zusätzlich ist ein Drehwinkelsensor verbaut. Nur dann lässt sich der Positioning Pilot aktivieren. Hier auf unserem Übungsgelände zeigt unser Kranführer, wie das Ganze funktioniert. Wichtig ist, dass die Last beim Starten und Beenden des Assistenten in der Luft ist. So vermeidet ihr Pendeln durch schräges oder ruckartiges Anziehen der Last und ein hartes Aufsetzen der Last am Ziel. Um den Positioning Pilot an der Funkfernsteuerung einzuschalten, einfach die Taste unten rechts kurz drücken. Auf der rechten Seite des Displays erscheint automatisch das Menü mit allen Routen und Punkten. Der blaue Rahmen zeigt, welche Funktion gerade ausgewählt ist. Wir starten mit dem Point Pilot. Mit dem Point Pilot können bis zu 3 Punkte im Arbeitsbereich des Krans gespeichert werden. Zusätzlich lassen sich auch die Start- und Endpunkte der Route 1 gezielt anfahren. Beim Anfahren eines Punktes hebt der Kran den Lasthaken zuerst auf die eingestellte Zielhubhöhe. Anschließend fährt er in dieser Höhe den kürzesten Weg zum gewählten Punkt. Am Ziel angekommen, senkt sich der Lasthaken bis zur gespeicherten Position. Damit die Funktion optimal genutzt werden kann, muss die Zielhubhöhe an die jeweilige Baustelle angepasst werden. Hebt den Lasthaken also so weit an, dass Hindernisse sicher überfahren werden. Anschlagmittel und Last immer mit einberechnen. Zum Start drückt ihr kurz die Positioning Pilot-Taste rechts unten. Um die Zielhubhöhe einzustellen, einfach mit dem Chalk-Dial zu Target Height navigieren, anschließend wieder die Positioning Pilot-Taste lange drücken. Das Speichern wird kurz durch ein Symbol im Display bestätigt. Um einen Zielpunkt zu speichern, fahrt den Lasthaken manuell an die gewünschte Position. Drückt dann kurz die Positioning Pilot-Taste, wählt mit dem Chalk-Dial einen der 3 Punkte aus und haltet die Positioning Pilot-Taste anschließend lange gedrückt. Im Display erscheint kurz das Speichersymbol, der Punkt ist gespeichert. Gespeicherte Punkte könnt ihr jederzeit von jeder Lasthakenposition aus anfahren. Dazu die Positioning Pilot-Taste kurz drücken, den gewünschten Punkt mit dem Chalk-Dial auswählen, dann den rechten Steuerhebel nach vorne auslenken. Auf dem Display seht ihr den ausgewählten Zielpunkt. Links daneben werden die aktuelle und die Zielposition des Lasthakens angezeigt. Die Geschwindigkeit richtet sich nach der Auslenkung des Steuerhebels. Je stärker ihr auslenkt, desto schneller bewegt sich der Lasthaken. Die Fahrt kann jederzeit abgebrochen werden. Einfach den Steuerhebel loslassen. Sobald der Zielpunkt erreicht ist, vibriert die Funkfernsteuerung. Nachdem ihr den Steuerhebel losgelassen habt, könnt ihr den Point Pilot durch Drücken der rechten unteren Taste beenden und sofort wieder manuell weiterfahren. Zusätzlich gibt es die Go-Back-Funktion. Damit speichert der Kran automatisch die Ausgangsposition, von der ihr den Positioning Pilot gestartet habt. Das ist besonders praktisch beim Betonieren. Der Kranführer hat die Möglichkeit, den Go-Back-Punkt direkt am Fahrmischer manuell einzuspeichern. Dazu einfach den Go-Back-Punkt auswählen und lange auf die Positioning Pilot-Taste drücken. Anschließend fährt er den Betonkübel manuell zur Entladeposition. Nach dem Entleeren kann er durch Aktivieren des Go-Back-Punkts wieder zum Fahrmischer zurückfahren. Dazu einfach die Positioning Pilot-Taste drücken und den Go-Back-Punkt mit dem Chalk-Dial auswählen. Zum Start den rechten Steuerhebel nach vorne auslenken, wieder zum Fahrmischer zurückfahren. Der Kran speichert dabei den Punkt, an dem der Go-Back-Punkt gestartet wurde, automatisch als neuen Go-Back-Punkt. Nachdem der Betonkübel wieder gefüllt ist, kann der Kranführer den Go-Back-Punkt auswählen und genau an die Stelle zurückfahren, an der er zuletzt den Betonkübel entleert hat. Der Punkt am Fahrmischer wird automatisch als neuer Go-Back-Punkt gespeichert. So lässt sich der gesamte Betonierprozess mit nur einem Punkt steuern, ohne dass weitere Punkte manuell angelegt werden müssen. Zum Deaktivieren der Go-Back-Funktion einfach kurz die Positioning Pilot-Taste drücken. Zusätzlich steht die Funktion Delete All zur Verfügung. Damit können alle Routen und Punkte gelöscht werden. Einfach Delete All auswählen, mit dem Chalk-Dial bestätigen und anschließend den Vorgang auf der linken Seite des Displays erneut bestätigen. Und schon sind alle Punkte und Routen gelöscht. Sind Routen oder Punkte im Display ausgegraut, sind keine Daten für diese Funktion gespeichert. Als nächstes zeigt unser Kranführer, wie ihr mit dem Route Pilot Routen aufzeichnen könnt. Mit dem Route Pilot könnt ihr bis zu 2 Routen speichern. Zum Speichern wählt ihr mit dem Chalk Dial entweder Route 1 oder Route 2 aus.
Haltet danach die rechte untere Taste lange gedrückt, um die Aufzeichnung zu starten. Auf dem Display erscheint dann das Symbol Aufnahme gestartet. Nun die gewünschte Strecke manuell abfahren. Ist die Route abgeschlossen, drückt ihr erneut lange die rechte untere Taste und die Route wird gespeichert. Auf dem Display erscheint die Bestätigung für das erfolgreiche Speichern. Um eine gespeicherte Route abzufahren, fahrt den Lasthaken bis auf 3 Meter an den Start- oder Endpunkt heran. Drückt dann die Positioning-Pilot-Taste und wählt die gewünschte Route aus. Ist die Route noch grau hinterlegt, seid ihr noch nicht nah genug am Start- oder Endpunkt. Um die Route zu starten, den rechten Steuerhebel nach vorne auslenken. Und der Lasthaken fährt automatisch entlang der gespeicherten Route bis zum Endpunkt. Die aktuelle Position und der Endpunkt werden auf der linken Seite des Displays angezeigt. Bei geringer Geschwindigkeit wird die gespeicherte Route exakt abgefahren. Fahrt ihr schneller, rundet der Kran die Route automatisch ab. Deshalb bei der Aufzeichnung unbedingt ausreichend Abstand zu Hindernissen einhalten. Eine Routenfahrt kann jederzeit umgekehrt werden, indem der Steuerhebel der Hubwinde in die entgegengesetzte Richtung ausgelenkt wird. Auch ein Abbruch ist jederzeit möglich. Kurz die rechte untere Taste drücken und der Route Pilot wird deaktiviert. Danach könnt ihr wie gewohnt manuell weiterfahren. Wichtig: Beim Abfahren einer Route müsst ihr den Fahrtweg stets selbst im Blick behalten und vor Hindernissen oder Personen anhalten. Am Zielpunkt vibriert die Funkfernsteuerung und der Kran stoppt die Bewegung. Um wieder manuell weiterzufahren, einfach die Positioning-Pilot-Taste kurz drücken. Achtet beim Aufzeichnen der Route außerdem immer darauf, die Last und das Anschlagmittel mit einzuberechnen. Als Kranführer tragt ihr weiterhin die Verantwortung für Kran und Last. Beachtet deshalb unbedingt die Betriebsanleitung. Viel Spaß beim Arbeiten mit dem Positioning Pilot.